1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, freie Themennacht. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann telefoniert, ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Ich muss es immer wieder sagen, weil Leute immer wieder ihre Telefonnummer vergessen drauf zu schreiben und dann geht alles irgendwie nicht oder alles ist kompliziert. So, wer ist der Erste? Der Erste ist ein Mensch, ein männlicher Mensch, vermute ich mal, namens Michi, und der ist 21. Hallo. Ja, grüß dich, Domian. Hallo, Michi. Hallo. Dein Thema, weswegen rufst du an? Vor allen Dingen Hallo an alle da draußen. Ja. Ja, also ich habe ein Riesenproblem mit meiner Freundin. Mhm. Ich bin mit ihr schon 2 Jahre zusammen, also fast 2 Jahre, und am Anfang, also wir haben uns über so einen Radiosender kennengelernt und haben uns geschrieben, und dann nach ungefähr einem Jahr ist es dann zum Treffen gekommen. Aha. Ich war gleich verliebt in sie. Nachdem du sie gesehen hast und nachdem ihr ein Jahr telefoniert habt? Ja, eigentlich schon, wo wir uns die SMS geschrieben haben. Echt? Hör mal, ein Jahr habt ihr nur gesimst und telefoniert? Das ist ja auch schräg. Wohnt ihr weit auseinander? Nee, wir wohnen im gleichen Ort. Damals auch schon? Damals auch schon. Wieso wartet man denn dann ein Jahr? Wenn man scharf ist, geht man doch ran und simst nicht ständig, oder? Mein Problem war es nicht. Es war eigentlich anfänglich bei ihr so, dass sie sich gedacht hat, Mensch, den verarsche ich jetzt ein bisschen. Ach so. Und da bin ich halt drauf eingestiegen. Ich bin etwas gutgläubiger und naiver Mensch manchmal. Also aus Spaß wurde dann ernst und erstmal dann schöner ernst. Ja, genau. Also wir haben uns... Okay, soweit die Anfänge. 2 Jahre seid ihr jetzt zusammen? Mhm, genau. Was ist jetzt das Problem? So dumm wie es klingt, also die ersten Wochen, die waren wunderbar. Also ich war in ihr Lächeln verliebt, in ihre Augen verliebt, also ganz toll, ja. Mhm. Und dann ging es damit los, dass ich gemerkt habe, sie hat irgendwie Riesenprobleme mit sich und auch mit ihrer Familie. Mhm. Und sie kann sich eigentlich überhaupt nicht äußern, was ihre Person anbelangt. Ja. Also wenn sie, da hat sie immer geweint und einfach so aus sich herausgebrochen. Habe ich gesagt, Mensch, Engelchen, ich sage Engelchen zu ihr, das ist so dumm wie es klingt. Ja. Das klingt nicht dumm, nein, das ist okay. Ja, das kommt aber später noch, dann wirst du es vielleicht nicht mehr verstehen, dass ich Engelchen zu ihr sage. Und habe ich gesagt, Mensch, was ist denn los mit dir? Und da konnte sie sich überhaupt nicht öffnen. Mhm. Und dann habe ich eben so mit der Zeit mitbekommen, dass sie eben lieblose Kindheit erfahren hat. Mhm. Also sie hat nie Liebe und Zuneigung von zu Hause bekommen. Ja. Ist irgendwas besonders anderes noch rausgekommen? Hast du noch was erfahren? Was anders Dramatisches? Ja, finde ich schon. Also ihr ist was passiert. Also was ist das Schlimmste, was einer Frau passieren kann? Also sie ist vergewaltigt worden. In welchem Alter? Das war ein gutes Jahr, bevor wir uns kennengelernt haben. Ach so. Wir sind jetzt 21, beide. So, nun hat sie dir, das hat sie dir aber erzählt, dass die Vergewaltigung stattgefunden hat, bevor ihr euch kennengelernt habt. Und ja, das hat sie dir erzählt. Sie hat dir erzählt, dass in ihrer Kindheit einiges schiefgelaufen ist. Wie stellt sich denn jetzt so eure Beziehung dar? Wie verhält sie sich dir gegenüber? Ja, also das ist ja eben dieses Problem, da sie eben diese Gefühlskalte auch für sich jetzt entwickelt hat, reflektiert sich das dann natürlich auch auf mich, und so dumm wie es klingt, ich bin kein Masochist, ja, also aber die Sachen, die sie da manchmal mit mir macht, da würde jeder andere sagen, sag mal, bist du krank oder was macht sie denn? Ja, also manchmal grundlos schlägt sie auf mich ein. Ach, sie schlägt dich? Ja, ja. Auf
Oft? Kann man nur so sagen. Oft? So kleine Klapse mal und mal kratzen und beißen, das ist eigentlich fast täglich. Also. Ja. Gab es auch schon heftigere Schläge von ihr? Ja, also das ist ungefähr so ein Ausbruch einmal im Monat, ja. Mhm. Das letzte für mich Schlimmere war sie eben bei mir. Das war wieder völlig grundlos. Da ging es darum, gehen wir jetzt auf das Volksfest oder nicht. Mhm. Und da ist eben wieder völlig ausgeflippt, einfach so. Das macht sie einfach so. Ja. Was hat sie denn getan da? Was heißt völlig ausgeflippt? Nicht mal ein Klaps hier oder? Nee. Was hat sie gemacht? Erzähl mal. Ja, da hab sie mich rumgeschubst und Zeug. Und dann habe ich eben gesagt, geh einfach, das ist jetzt besser. Wie rumgeschubst? Ja, ist das nur eskaliert? Rumschubsen ist ja noch nicht so schlimm. Also mit voller Wucht, mit Fäusten rum. Also richtig drauf, ja. Ja? Ins Gesicht geschlagen? Auch, ja. Auch. Verletzt gewesen schon? Das kam erst danach, da habe ich gesagt, dann gehst du bitte. Und dann, wo sie eben zur Tür raus war, hat sie nochmal voll gegen die Tür getreten und die habe ich dann gegen das Gesicht gekriegt. Und da hatte ich dann eine schöne Beule. Das hört sich ja nicht sehr schön an, was du da erzählst, Michi. Ja. Und bei allem Verständnis dafür, dass die Frau schlechte Dinge erlebt hat und vielleicht eine schlechte, traurige Kindheit, rechtfertigt das natürlich nicht, was sie da macht. Du hast bisher noch nie irgendwie zurückgeschlagen oder dich zurückgewehrt? Du hast gar nichts gemacht bisher. Einmal, doch, da habe ich zurückgeschlagen, aber das war einfach Notwehr, ich sag's jetzt. Heftig zurückgeschlagen? Nein, also sie war nicht verletzt und so weiter, aber da... Redet ihr über diesen traurigen und schlimmen Umstand, dass das so zwischen euch läuft? Redet ihr darüber? Also ich bin ein Mensch, der für alles offen ist und zugänglich und mit mir kann man wirklich über alles reden. Und das wissen auch meine Kumpels. War nicht meine Frage. Meine Frage war, ob ihr beide darüber redet. Nein, also sie kann es nicht. Sprichst du sie darauf an? Ja. Und wie reagiert sie dann? Exzessivst. Bitte? Exzessivst spreche ich sie darauf an. Und wie, sie macht dann zu, oder was? Ja, sie sitzt dann da und ignoriert mich einfach. Mhm. Liest irgendwas oder weint und weint jämmerlich. Hast du ihr denn irgendwie schon mal versucht klarzumachen, dass wenn das sich irgendwie nicht bessert, wenn da keine Lösung gefunden wird, wenn von ihr auch nichts ausgeht, dass eventuell die Beziehung daran scheitern könnte? Ja, ich habe ja schon von mir aus dreimal gesagt, pass auf, lassen wir es einfach und reagiert sie auch nicht drauf? Ich bin nervlich am Ende, du machst mich krank, habe ich einfach so gesagt. Und sie reagiert da nicht darauf? Reagiert nicht drauf, nee, das äußert sich dann darin, sie nächtigt dann vor meiner Tür, sage ich schon fast, und belästigt mich, kann ich schon fast sagen. Und ich bin ein sehr versöhnlicher Mensch, ja. Was empfindest du für die Frau? Ich, so schräg wie es klingt, ich liebe die total. So, wenn du sie liebst, wenn ihr euch liebt, wenn, ich weiß nicht, was mit der Frau los ist, da muss ja etwas geschehen, weil so bewegt ihr euch immer weiter in den Abgrund hinein und irgendwann eskaliert es ganz schlimm. Es muss etwas geschehen. Mach ihr klar, dass das wirklich eine Notwendigkeit ist, um eure Beziehung zu retten. Weil eure Beziehung, auch wenn du jetzt immer noch wohlwollend bist und versöhnlich und das irgendwie hinbiegst und sagst, ich liebe sie, wird extrem Schaden nehmen. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Und vor allen Dingen, ich komm aus einem medizinischen Bereich und habe auch mit Psychologie zu tun. Und natürlich versuche ich es dann auf diesem Weg irgendwie mehr einen Zugang zu verschaffen. Und es gelingt mir nicht. Wir halten fest, es gelingt dir nicht, du kommst nicht an sie ran. Sie tickt immer wieder aus und es kommt zu wirklich einen schweren Ausschreitungen, kann man ja schon sagen. Ja, schwer. Ja. So, jetzt würde ich dir dringend empfehlen, dass du ihr das klar machst, dass es A, so nicht weitergehen kann und dass B, ihr euch zusammen Hilfe holen solltet von außen. Wenn sie da auch zumacht, wenn sie nicht mitmacht, dann hole du dir in einer Paarberatung Hilfe. Und lass dir einen Rückhalt geben, weil so geht das nicht weiter.
Auf jeden Fall muss etwas geschehen und ich würde dir gerne jetzt noch ein paar Adressen an die Hand geben. Mhm. Ja, machen wir es so? Ja, machen wir. Dann legst du auf, meine Psychologin ruft dich zurück. Okay. Okay. Dann wird dir Dom, ja. Alles Gute, Michi. Eine wunderbare Sendung, also mach so weiter, ja. Dankeschön. Also, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wisst ihr, wen ich gerade immer gedacht habe, während der Michi gesprochen hat? Als wäre es der junge Joschka Fischer. Er hatte irgendwas in der Stimme, wie Joschka Fischer manchmal spricht. Nur war der Michi viel, viel jünger. Aber irgendwie ist es euch auch so gegangen? Irgendwie hatte ich permanent so eine Assoziation, obwohl es ein sehr, sehr schlimmes und trauriges Thema war. Naja, Peter, 42 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ja. ist Peter und ja. ich habe folgendes Problem. Ich trage immer Feinstrumpfhosen, also so praktisch wie Frauen und auch Miniröcke. Ja. Allerdings nur so, dass es eben die Außenwelt nicht mitkriegt. Das heißt, in deinen eigenen vier Wänden? In meinen eigenen vier Wänden. Ja. Gehst auch nie mal mit Feinstrumpfhosen und Minirock auf die Rolle? So höchstens mal nachts, wenn das keiner sieht oder so. Ach, das schon dann, ja, dann verlässt du die Wohnung. Das ist aber ganz selten. Ich muss mal eben die Grundfakten klären. 42 Jahre hast du gesagt. Ja. Bist du verheiratet? Nee, ich bin jetzt seit über ein Jahr geschieden. Ja. Hatte aber eine 13-jährige Ehe. Ja. Und wir hatten auch zwei Kinder oder haben sie auch noch. Mhm. Hat deine ehemalige Frau, deine Frau damals, hat die das mitbekommen, dass du auf sowas stehst? Ja, also es ist eben ein Prozess, der in der Kindheit angefangen ist und sich erst aus so einer Antiphobie, sage ich mal, dass man als Kind die eben nicht anziehen wollte, ja. ist es eben entstanden. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal Feinstrumpfhosen angezogen hast oder dann auch einen Minirock? Also Feinstrumpfhosen, das fing dann so mit 7, 8 Jahren so, ach so schon an. Und hast das dann wirklich dann bis heute durchgezogen? Ja, immer heimlich. Heimlich, also das heißt auch schon im Elternhaus. Das heißt, deine Frau hat das nicht mitbekommen? Ja, meine Frau hat es dann später schon mitgekommen, aber da ist es in unsere Ehe oder auch vorher schon in unsere Beziehung so schleichend, habe ich das einfließen lassen eben, dass ich eben im Winter immer, weil es ja so kalt ist oder so, auch mal eine Strumpfhose angezogen habe. Das fand sie dann auch nicht so schlimm. Ach so, du hast es so mit praktischen Gründen vorgeführt, ne? Also es ist kühl draußen, ich ziehe mir meine Strumpfhose an, eine Feinstrumpfhose. Ja, unter, ne? Unter, ja, ist klar. Unter, ne? Sag mal, die 13-jährige Ehe ist aber nicht deshalb zerbrochen, oder doch? Doch, die ist deshalb zerbrochen, weil es eben... Das hat sich auf unsere Sexualität natürlich ausgewirkt. Meine Frau konnte das, also meine Ex-Frau konnte das früher nicht benennen, woran das eben liegt, dass sie eben so eine Abneigung gegen mich auf einmal so entwickelt hat, gerade im sexuellen Bereich oder so ein Abstoßendes. Also sie hat das dann schon nach einer gewissen Zeit kapiert, dass du diese Feinstrumpfhosen schon aus einer sexuellen Attraktion heraus anziehst. Ja. Hat sie das auch mitbekommen mit den Miniröcken? Ja, also später, da hat sie ihm, also die Miniröcke habe ich immer nur ganz heimlich angezogen, wenn keiner zu Hause war oder so. Dann habe ich mich eben auch wie eine Frau verkleidet mal. Ach so, obenrum auch, mit allem drum und dran. Ja, das auch. Aber seltener, sage ich mal. Also ja. Hat sie das denn mal mitbekommen mit den Miniröcken? Ja, und ich habe eben dann irgendwann mal eben so einen Minirock vergessen, irgendwie wegzupacken oder so. Oder sie hat eben beim Aufräumen gefunden. Und da das dann nicht ihre war, fiel ihr das dann auf. Aber da hat die doch wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, da war eine andere Frau, oder? Die hat ihren Rock vergessen, denkt man dann ja vielleicht auch nicht. Die hat direkt gedacht, dass du ihn angezogen hattest? Weil ich ja eben zu Hause dann auch oft so rumgelaufen bin mit Strumpfhosen. Achso, da war sie schon so auf dem Trip, dass du irgendwie in die Richtung tendierst und dann war ihr klar, dass du auch den Minirock anhattest. Ja. Vorher, bevor sie das nicht mitbekommen hatte, wo hast du deine Miniröcke versteckt? Ich hatte da so Plätze, ich habe im Kleiderschrank oder so
so einen Koffer liegen gehabt und da hatte ich meine Sachen immer drin. Und da hat sie nicht reingespingst? Nö. Also. Wie viele Mini-Röcke hattest du? Also ich habe sie ja noch. Hast du noch, ja? Also ich habe bestimmt so ungefähr, na vielleicht 50 Strumpfhosen und. 50 Strumpfhosen und? Und vielleicht 12, 13 Röcke. Ja. Aber du hast keine Pumps. Du hast keine Blusen oder auch? Also an Schuhen habe ich eigentlich nur so Stiefel mit einem etwas höheren Absatz, aber ja. Also nicht so viel anderes Accessoire. Nee, also es dreht sich hauptsächlich um die Strumpfhosen und die Miniröcke. Und die Miniröcke, ja. Wenn du die Dinger anziehst, die Strumpfhosen anziehst, ist das immer verbunden mit so einer leichten Erotisierung bis hin zu einer sexuellen Erregung? Also wenn ich die Strumpfhosen anziehe, das ist für mich auch so, dass ich mich eben freue, wenn ich von der Arbeit komme, dass ich die dann anziehen kann, wenn ich zu Hause bin. Und es hat dann auch erotisierende Wirkung. Also du ziehst die so richtig klassisch nackig auf die Haut, ne? Die Strumpfhosen. Ja, genau. Und dann kommt es sicher hin und wieder auch mal vor, dass sich das dann so erregt, dass du dann auch mit oder in diesen Strumpfhosen dich selbst befriedigst. Ja. Ja. Würdest du, du bist aber nicht schwul? Nee. Also ich habe zwar einen Bruder, der schwul ist, aber ich bin eigentlich, ich stehe eben auf Frauen und das ist eben auch mein Problem, ne? Also im Grunde bin ich mir ja mit meiner Sexualität auch selber eine Frau, sage ich mal so. Ne? Andererseits suche ich natürlich auch eine Partnerschaft, aber eben zu Frauen. Ja. Und gerade mit so einer Leidenschaft, sage ich mal, ist das schwierig. Glaube ich. Jemanden kennenzulernen. Ja, aber glaub mir, dass du nicht alleine da stehst, dass es sehr viele auch heterosexuelle Männer gibt, die in Variationen so eine Leidenschaft oder solche Leidenschaften haben, wie du sie gerade von dir auch beschrieben hast. Wenn du so ganz frei könntest, wenn du nicht eingeengt wärst durch Konventionen oder durch Gesellschaft, Tabus, würdest du das immer anziehen, sowas? Also ich hätte mir eben gewünscht, dass man einfach so draußen rumlaufen kann und dass das eben keinen stört. Ja. Im Grunde ist ja die Zeit schon so da. Ja. Aber weil ich eben immer mir selber viele Gedanken mache und eben sage, irgendwo hatte das ja auch Einflüsse auf meine Arbeit oder so, das ist, ja, darum laufe ich eben draußen so nicht rum. Ist völlig klar. Was machst du vom Beruf? Ich bin in so einer Maschinenabteilung sozusagen. Ja, da würde man vielleicht mit Mini-Orken auch nicht so sehr gut ankommen bei den Kollegen. Nee, da hätte man dann ziemliche Schwierigkeiten. Verstehe ich deinen Anruf so in der Weise richtig, dass du sagst, ich habe nun mal diese Leidenschaft, auch wie du es gerade gesagt hast, ich möchte mich auch davon nicht trennen, aber ich habe die Schwierigkeit, mit dieser Leidenschaft eine Partnerschaft zu finden und zu führen. Ja, genau so ist es. Hast du denn dich da schon mal kundig gemacht im Internet, in den diversen Foren, die es da gibt? Ja, also im Internet, ich habe zusätzlich noch so ein kleines Problem mit Lesen und Schreiben. Also ich kann das zwar, aber irgendwie stehe ich da so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber gerade auch eben mit Internet. Ja, ja. Also das heißt, es fällt dir schwer, so die Kontakt... Im Chatraum oder so, da komme ich eigentlich nicht so gut zurecht. Und lebst du in einer kleineren Stadt oder in einer großen Stadt? Ich bin in einer größeren Stadt, ja. Ja. Das heißt, wie gehst du auf die Suche? Wo suchst du nach Frauen, die eventuell damit dann auch zurechtkommen, mit dem, was dich... Also ich habe eben schon öfter mal im Internet geguckt, aber ich finde eben... ich lebe also in Hamburg und da habe ich eben noch nicht eben so ein, ja, diese Richtung eben gefunden, dass Frauen das auch machen. Ich mache nur ein Angebot, Peter. Ah. Wenn du mit dem Internet nicht so ganz klar kommst, ich weiß ja, dass wir sehr pfiffige Zuschauer und Zuhörer haben, die auch aus dieser Szene kommen teilweise und sich da gut auskennen. Ich bitte euch jetzt mal, wenn ihr eine Idee habt, einen Tipp habt, an den Peter, für den Peter, mailt uns doch bitte. Mailt an domian@wdr.de Informationen, wie er vielleicht in eine gute Kontaktbörse kommt. Ihr habt mitbekommen, was er sucht.
Und dann reichen wir das an dich weiter, Peter. Vielleicht kommt was rum, ich weiß es nicht, aber ein Versuch ist es wert. Mhm. Ja? Das wäre natürlich ganz schön. Also ich hatte schon mal eine psychologische Behandlung, weil ich schon Selbstmordgedanken hatte. Mhm. Und wie gesagt, ich lebe eben auch mit meinen Kindern lebe ich auch zusammen. Also meine Tochter zum Beispiel, die wohnt bei mir, die... Wie alt ist die Tochter? Das, die ist 13. Ja. Also die kennt mich eben so, ne? Ja. Ist die Gefährdung im Moment stark oder würdest du sagen, im Moment habe ich mich gut im Griff und es ist stabil? Also die Selbstmordgefährdung ist im Moment nicht so gegeben. Ja. Möchtest du denn dennoch mit meiner Psychologin sprechen oder meinst du, das ist nicht nötig? Ja, also ich suche eigentlich mehr so einen Kontakt. Den Kontakt. Zu diesen Szenen, ja, und das habe ich verstanden. Also, ich habe jetzt den Aufruf gerade gestartet. Ja. Wenn ihr Tipps und scharfe Informationen, gute Informationen für den Peter habt, bitte meldet es uns unter domian@wdr und wir geben es an den Peter weiter. Mhm. Wollen wir es so machen, Peter? Ja. Drücken wir gemeinsam die Daumen, dass was rumkommt und dass du in einen netten und guten Kontakt mit einer Frau gerätst. Ja, das wäre natürlich super. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, Domian. Der Peter von Peter, direkt jetzt zu Mary. Mary, Mary, 21, hallo. Hallo. Oh, ich bin tierisch aufgeregt. Ah. Oh, entschuldigen schon. Mann, oh Mann, ich höre es ja richtig. Ich höre dein Herz schlagen. Ja. Wie, wir haben ja vor ein paar Tagen darüber gerätselt, wie man Lampenfieber los wird. Das ist jetzt auch eine Art von Lampenfieber, ne? Das du hast. Ja, denke ich mal schon, ja. Ich glaube, bei uns ist die beste Möglichkeit, das Lampenfieber loszuwerden, indem man direkt anfängt zu reden. Und dann ist es weg nach einer gewissen Zeit. Um was geht's mit Mary? Ja, ich habe verschiedene Ängste. Aha. Nämlich? Also, angefangen vom Zahnarzt, panische Angst, bis hin zum Sex. Bis hin zum Sex? Ja. Angst vom Zahnarzt, Angst vom Sex. Ja. Fangen wir mal bei der harmlosen Geschichte an. Wie lange, also harmlos ist es auch nicht, wie lange warst du schon nicht mehr beim Zahnarzt? Sag jetzt bitte nicht, ich war noch nie beim Zahnarzt. Sag's doch, bitte. Na klar. Nein, ich war im Dezember. Ach. Da habe ich eine OP gehabt, also. Eine OP sogar? Man dachte, es behebt sich mal langsam, aber irgendwie jetzt doch nicht. Ach, das geht ja dann. Ich habe ja schon mit Leuten gesprochen, die 10, 15, 20, 25 Jahre nicht beim Zahnarzt waren. Na, ich bin mal so der Typ, ich gehe hin und wenn ernst wird, hau ich ab. Oder der Zahnarzt sagt, kann's gehen. Okay, aber im Dezember bist du operiert worden sogar. Ja, also, weil ich hatte halt ein paar Löcherchen. Ja. Und die Weisheitszähne sollten raus, aber haben uns die Angezähne gezogen. Mhm. Und auch mit neuer Füllung. Und das hieß, ist halt okay, denn ja, was ich dann gehört habe, dass es dann, ja, das ist auch nur Provisorium, da muss ich doch zum Zahnarzt und doch der Bohrer und doch alles rausholen. Ja, und hast es aber durchgestanden? Nee. Ach so. Hat geschafft. Das ist ja das Problem. Der Bohrer, das ganze Ergebnis, das Vibrieren, das ist, als wenn mein, oh, nee. Ach so, ich habe gedacht, du wärst im Dezember da gewesen und es hätte eine OP stattgefunden. Ja, es waren zwei Zähne gezogen und man hat auch alles wieder sauber gebohrt und man hat Provisorien reingesetzt. Ach, und dann, danach bist du nicht mehr gegangen? Doch, ich bin hingegangen, mein Freund dann hat wieder korrigieren lassen. Ja gut, dann war es ja also doch da im Dezember. Ja, na klar, weil im Dezember sind nicht alle Zähne fertig, das ist das Problem. Ach so. Das Problem ist, ich hätte gleich fertig machen können, wäre gut, aber nein, das muss ja alles wieder noch nachgebohrt werden, muss neue, richtige Füllung rein. Ich verstehe. Und das ist genau das Gleiche, dann hätte ich ja gleich zum Zahnarzt. Halbe Baustelle im Mund. Ne, unfertige Baustelle, ja. Quasi, so gesagt. Ja. Und der hat auch nicht alles gemacht, was sollte, und ja. Ein Zahn halt geschafft, und ich bin da fast, also ich habe echt gedacht, man kann mir hier eine Klappe einfahren. Ja. Bin rausgekommen, ja, ich finde, klar, das hat sie lustig. Ja. Nee, das ist nicht lustig, wie du es jetzt gesagt hast, war lustig, das ist, ja. Überhaupt, das ist überhaupt nicht lustig. Du bist eine Berlinerin, ne? Oder fast, so? Ja. Fast, ja. So um die Ecke, ne? Ich höre es. Nördlich, ja. Nördlich. So, jetzt kommen wir mal zum pikanteren Thema. Sex. Angst, Panik vor Sex. Was, ja. Wie genau stellt sich das dar? Dass ich keinen Sex habe. Noch nie gehabt hast? Nein. Also man ist schon so weit gekommen, aber bei der reinen Penetration ging nicht. Es ja. War ein Schalter am Kopf und das ging absolut nicht. Ja. Panik. Weg, einfach nur weg. Ja. Kannst du die Panik, die Angst ein bisschen näher beschreiben, was da... Was und so Schmerzen auch. Hm. Das Ergebene, das Schmerzen, alles, das Erdrückende. Ja. Also, befriedigst du dich selbst? Ja. Das also gelegentlich so, das ist okay, das kann ich selber kontrollieren, aber... Ja. Das andere nicht. Ja. Hast du im Moment einen Freund? Uh-uh. Nee. Ich habe jetzt zwar vor ein paar Tagen jemanden kennengelernt. Ja. Nicht näher, aber
Bist du denn hier? Da hat Klick gemacht, das muss irgendwas anders sein. Das geht so nicht weiter, ne? Ja. Du hast gerade gesagt, das reicht vom Zahnarzt bis zum Sex. Ne? Das heißt für mich, da sind ja noch andere Bereiche auch noch angesprochen. Welche Bereiche sind das, wo du auch sagst? Ja, das sind die Hauptprobleme. Mhm. Ne? Also, ja, gut, um mir auch jemand anderen zu geben. Also, das wird mich eklig vom Aussehen. Das hat mich nicht verstanden. Außer, ja, vom Kopf, ob man so sieht, ist okay, aber wenn man sich dann so entblättert, dann ist das natürlich wieder so. Ja. Was machst du vom Beruf? Ein Koch. Koch? Nur. Was heißt nur? Also. Niederste Beruf, den gibt. Ach, na hör mal. Es gibt ja nur so grandios. Ich bin seit einem Jahr arbeitslos, ich kriege keine Arbeit, das ist das Problem. Ja, aber das ist aber nicht richtig, das siehst du aber nicht richtig, wenn du sagst, das ist der niedrigste Beruf, den es gibt, das ist ja nur Quatsch. Für mich ja. Ja, aber. Man kann 2-3 Jahre machen als Frau, aber ich möchte irgendwann mal Kinder haben, dann möchte ich nicht von morgens bis abends in der Küche stehen. Ja. Weil dafür wäre ich denn nicht Mutter, ne? Okay, aber es ist ein ordentlicher Ausbildungsberuf und es gibt große Kochkünstler, die tolle Sachen machen. Also ich würde es jetzt nicht so runterwischen. Ja, das stimmt schon, aber da höre ich nicht zu. Ich kann zwar kochen, das einfach, also normal, ne? Ja. Nicht super Dinger. Nee, aber eigentlich hätte ich nur gelernt, um weiterzulernen. Ja. Weil ich schon nicht meinen Beruf lernen durfte. Hast du. Wenn du jetzt so, dich so zurückerinnerst, die letzten 10 Jahre, sagen wir mal so, war das immer so, dass du so Ängste hattest und so ja fast schon Panik jetzt bezogen auf Zahnarzt? Oder du hast jetzt die beiden Hauptbereiche genannt, Zahnarzt und Sex. Wahrscheinlich ja. Ist es in vielen kleinen Sachen im Alltag genauso noch. War das immer schon so? Also beim Zahnarzt hat es mit 12, 13 angefangen, ja, aber langsam mal so, Du musst und das ist mal so. Ja. Ich wollte nicht. Ich will ja auch anders haben, ja. Aber ich kann nicht. Das ist für mich. Hast du denn schon mal eine etwas längere Beziehung gehabt? Nein. Noch nicht? Mm-mm. Und meinst du, dass es da... Ich habe Angst vor der Nähe, weil wenn jemand da ist, ich möchte mit jemandem kuscheln, kann ich alles. Aber wenn jemand näher kommt oder er versucht, dann weiß ich ganz genau, er will mehr und das will ich nicht. Das kann ich nicht. Mm-hmm. Ich kann auch kein Vertrauen. Oberflächlich Vertrauen, ja, aber richtig tief. Bist du für dich entschieden, dass du heterosexuell bist? Jein. Oh. Ja, hört sich komisch an. Ich habe mal gedacht, eine Zeit lang fällt auf andere Ufer irgendwo. Wenn man immer irgendwo denkt. Könnte ja sein. Frauen, ne? Können einen, ja, die Frauen können einen nicht wehtun. Aber ja. Wenn ihr jetzt mal so guckt, Frauen reizen mich genauso wenig fast wie Männer. Das ist halt. Ach so. Also irgendwie ist alles ziemlich so zugemauert, Chaos, ne? Ja, Chaos und zugemauert. In meiner Gefühlswelt, überhaupt in meinem Leben ist Chaos. Mhm. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich bin manchmal so weit, echt, dass ich schon dachte, dein Leben hat sich verabschiedet. Vorbei, ja. Schluss, Ende. Ja. An einem vom Zahnarzt kommen, ne? Ja, also so schnell wollen wir jetzt die Flinte nicht ins Korn werfen, ne? Mary. Ja, das hätte ich mir auch gedacht. Nee, wirklich nicht. Also es deutet schon darauf hin, finde ich, was du so sagst, dass da ganz viel Ungewissheit, sagen wir erstmal so, ist, vorliegt in dir. Dass du nicht so richtig weißt, was du bist, was du willst, dann bist du geplagt von Ängsten, die du gar nicht richtig verstehst, warum die Ängste da sind. Ja, ich habe auch ständig das Gefühl, irgendwo, man tritt auf mich ein. Mhm. Ein typisches Scheidungskind und ich kann nicht in Ruhe leben. Mhm. Mhm. Das hört sich für mich so schon so tief greifend an, Mary, dass ich glaube, dass das Allerbeste für dich wäre, wenn du eine richtige Psychotherapie machen würdest. Das hört sich mal an, als wenn irgendwie eine Klappe abgeschoben wird. Nee, Quatsch. Ach, Unsinn. Ja, ich weiß. Nein. Meist denke ich gar nicht drüber nach. Ich würde gar nicht, aber... Nein, im Prinzip musst du dir so vorstellen, da ist jemand, mit dem du gut kannst. Du rufst mich ja jetzt auch an und wir unterhalten uns. Ja. So. Aber wir sitzen uns nicht gegenüber. Das ist ein anderes Thema. Ist klar. Aber ich glaube, dass wenn es hart auf hart käme, würdest du auch zu mir ins Studio kommen, würden wir uns auch unterhalten. Würden wir quatschen. Ja. Ja, okay. So, und nichts anderes ist das, wenn du zu einem Psychotherapeuten gehst. Das ist genauso, wenn du zum Arzt gehst. Da sitzt du dem gegenüber am Tisch und dann wird erstmal gequatscht. Und dann guckt man, ob man miteinander kann. Und wenn man miteinander kann, dann ist das jemand, der hat es nun mal gelernt und studiert und der ist ein Fachmann und der wird dir helfen, dir selbst so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, was da los ist bei dir. Dich so ein bisschen auseinander zu fummeln. Da ist ja ganz viel durcheinander gewurstelt. Und deshalb finde ich, das können wir hier nie und nimmer in ein paar Minuten schaffen. Aber, ja, das ist klar. Ist klar. Deswegen ist meine ganz, ganz entschiedene Meinung, dass du dir so etwas suchen musst. Und wie man das macht, da sind wir dir gerne noch behilflich mit ein paar Tipps. Ja. Aber
dass du da irgendwas in die Wege leiten musst. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Das schaffst du allein nicht. Und du, ja, du, ja, und eigentlich wirkt, ich finde schon, dass du eigentlich so eine als ziemlich taffe Frau wirkst. Und wenn man dich erstmal, wenn man die Knoten aufgemacht hat, glaube ich, kannst du dein Ding und deinen Weg, dein Ding machen und deinen Weg gehen. Aber dann muss dir halt ein bisschen von außen geholfen werden. Hm. So, jetzt werden wir dich. Ja, und jetzt rufen wir dich nochmal zurück, meine Psychologin. Okay. Und geben dir noch ein paar Tipps an die Hand, wie du das machen kannst mit der Therapie. Und da wünsche ich dir sehr, sehr viel Glück und Erfolg damit. Okay, danke schön. Alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Hier ist Lisa. Hallo Lisa, 21. Hallo. Hallo Lisa. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin als Kind sexuell missbraucht worden. Mhm. Wie alt warst du da? Zwischen 8 und 12. 4 Jahre lang? Mhm. Von wem? Von dem Ex-Freund meiner Mutter. Ihr wohntet alle in einer Wohnung, einem Haus? Nee, nicht wirklich. Also wir waren, sind halt immer am Wochenende dahin gefahren. Mhm. Oder er ist halt in den Ferien bei uns gewesen oder so. Also ja. Bist du Einzelkind oder gibt's noch Geschwister? Nee, ich habe noch einen Bruder. Jünger oder älter? Älter. Ja. War der auch betroffen? Nein. Mhm. Du sagst es so zögerlich. Du weißt das nicht genau, oder? Nee, er war nie mit. Also er war nur selten da. Mhm. Halt. Also wie viel älter ist er denn? Fast 4 Jahre. 4 Jahre. Ja. Mhm. Das heißt, deine Mutter hatte sich damals von deinem leiblichen Vater getrennt. Ja. Und hatte eben diesen Freund. Ja. Und der hat das mit dir gemacht. Ja. Der hat das kleine Mädchen im Alter von 8 Jahren zum ersten Mal sexuell missbraucht. Ja. Was genau heißt sexuell missbraucht? Hat er dich auch vergewaltigt? Hat er gezwungen, regelrecht mit dir zu schlafen? Nein, also er hat mich halt überall gestreichelt. Er hat mich gezwungen, sein Geschlechtsteil anzufassen. Mhm. Er kam immer von hinten. Also ich habe ihn nie von vorne gesehen oder so. Also er kam immer von hinten und ist mir unter das T-Shirt gegangen und zwischen die Beine und so. Und mhm. Ja. Hat deine Mutter irgendwann irgendwas mitbekommen? Nein. Nie? Nein. Und du hast deiner Mutter nichts gesagt, weil du Angst hattest? Ja. Mhm. Hat er dir auch gedroht, wenn du das der Mama sagst? Ja, also er hat mich damit regelrecht erpresst. Also er hat halt gesagt, ja, du willst doch nicht, dass deine Mutter wieder unglücklich wird und dann erzähl ihr das mal nicht und so, weil, ja, irgendwie so. Ich habe damals nicht richtig verstanden, was er damit meinte. Also ich durfte mit Mama halt da überhaupt gar nicht drüber reden. Ja, und es gab genügend Situationen, wo du dann mit ihm alleine warst und wo das dann passieren konnte. Ja. Mhm. Das ging 4 Jahre lang, das ist ja eine sehr schlimme lange Zeit, 4 Jahre. Mhm. Wie hat es denn dann aufgehört? Wie? Ja, also Mama hat sich halt von ihm getrennt. Ja. Ja, also wann hast du es zum allerersten Mal überhaupt jemandem erzählt? Heute. Heute? Ja. Jetzt hier mir? Ja. Das erstaunt mich jetzt sehr, Lisa, weil du das so flüssig erzählst. Ich hatte jetzt gerade schon gedacht, die Lisa hat schon viel gesprochen. Nee, das ist, also ich bin super nervös, also ich zitter am ganzen Körper gerade. Ja. Das heißt, deine Mutter weiß das auch bis heute nicht? Nein. Was hat dich bewogen, jetzt mit dem doch für dich so schwerwiegenden Thema hier anzurufen bei mir? Ich glaube, es ist einfach diese gewisse Distanz da irgendwo. Also, es ist nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, es fällt mir unheimlich, ich würde es wahrscheinlich nie meiner Mutter erzählen können. Warum? Weil ich immer noch Angst habe. So, und ich habe, also ich habe einerseits Angst, die Beziehung zu meiner Mutter zu zerstören. Ja. Und einfach auch noch so eine innere Angst davor, keine Ahnung. Mhm. Was meinst du damit, dass du die Beziehung, deine Beziehung, die du zu deiner Mutter hast, dass die zerstört wird, wenn du ihr das erzählst? Warum? Wie meinst du das? Also ich denke einfach, dass sie mir vielleicht auch vorwirft, warum ich ihr es nicht erzählt habe oder warum ich es ihr nicht gesagt habe. Und halt auch einfach, dass einfach immer noch dieser, also es ist schon irgendwie eine große irrationale Angst da. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass deine Mutter dir Vorwürfe machen wird. Warum hast du es mir nicht gesagt, zumindest damals? Weil das ist so nachvollziehbar. Das hört man von allen Opfern, von fast allen Opfern sexuellen Missbrauchs, dass die Angst hatten, die Kinder. Es ist auch klar,
wenn ein Erwachsener sagt, hier dieses und jenes passiert, wenn du das aussprichst, dann hat doch jedes Kind Angst, das ist doch normal. Aber darum geht es jetzt auch noch erst gar nicht. In erster Linie geht es darum jetzt noch nicht. Ich finde schon, dass du irgendwann mit deiner Mutter sprechen solltest darüber. Aber ich glaube, jetzt musst du dich erstmal mehr um dich kümmern. Du bist, was habe ich jetzt gesagt, 21 Jahre alt. Ja. Ist dir das seit deinem 12. Lebensjahr immer so präsent im Kopf oder gab es auch Zeiten, wo du es komplett verdrängt hast? Also ich habe es immer wieder verdrängt und dann kam es immer. Hallo? Ja. Da war gerade eine Störung in der Leitung, also, ja. Kam immer wieder. Ich habe es halt verdrängt und ich habe es halt in ganz tiefe Schubladen gepackt und ich wollte es auch nicht wieder haben irgendwie. Und es kam immer so auf einen Schlag irgendwo. Ich stand irgendwie in der Stadt und es kam mir plötzlich alles wieder ins Gedächtnis rein. So. Hast du schon Beziehungen gehabt mit Männern? Eine? Ja. Hast du mit dem auch Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Wie war das für dich? Scheiße. Das heißt also kein Lustempfinden, kein Spaß, keine Hingabe, nein, keine Freude, gar nichts. Du hast es dann für den Jungen gemacht? Ja, also ich habe es, glaube ich, 3-4 Mal mit ihm gemacht und habe auch relativ lange damit gewartet. Aber es war einfach nur widerlich. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. So. Gab es denn jetzt so einen Punkt in den letzten vielleicht Wochen, Monaten oder vielleicht in den letzten Tagen, dass so der I-Punkt darauf war, dich heute zu melden? Ist dir etwas Besonderes noch klar geworden oder ist was Besonderes geschehen? Ja, mir ist einfach klar geworden, dass ich damit einfach unheimlich mein Leben beeinträchtige und auch teilweise zerstöre. Ja. Wobei mir das wahrscheinlich, also mein Leben zu zerstören, mir vor vielleicht 3-4 Jahren ziemlich scheißegal gewesen wäre, hätte ich fast alles dafür gegeben, tot zu sein. Aha. So schlecht ging es dir da? Ja. 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 Also ich habe halt verschiedene Wege auch ausprobiert. Wie meinst du das? Wege ausprobiert? Ja, einfach da mit der Situation irgendwie klarzukommen. Ja. Was für Wege waren das? Ja, ich habe Bulimie. Immer noch? Ja. Ja. Gab es da Drogenprobleme? Nicht wirklich. Ja. Verletzt du dich selbst? Ja. Ja. Das heißt, du schneidest dir den Körper an die Arme auf oder sowas? Ja. Noch was? Also sonst nichts. Also nur, außer dass halt meine Gesundheit voll im Arsch ist. Ja, ja. Aber weißt du, Lisa, ich muss dir mal sagen, ich finde es ganz toll, dass du anrufst. Und ich finde ganz toll, dass du dich dazu durchgerungen hast. Das ist ja nun nur was Besonderes, jetzt auch in aller Öffentlichkeit, wenn auch anonym, darüber zu sprechen. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Das ist für mich wirklich ein Zeichen, dass du für dich entschieden hast, ich will mein Leben verändern und ich will mich retten. Ich will was tun. So empfinde ich das. So ordne ich das ein, dass du jetzt hier mit mir sprichst. Ja, also tendenziell ja, also, wie gesagt, ich schwank halt immer noch zwischen dem Leben Ja sagen und dem Leben Tschüss sagen. So. Also ich bin mir da halt noch nicht so ganz sicher. Also Leben Ja sagen heißt auf jeden Fall hier jetzt miteinander sprechen. Das heißt Leben Ja sagen. Und ich sag's dir wirklich, also ohne dir einfach irgendwie plump Mut zusprechen zu wollen, Lisa. Ich habe hier in dieser Sendung mit so vielen Menschen gesprochen, die sexuell missbraucht waren, wurden, die auch so viele schlimme Sachen hinter sich hatten und die diesen Weg dann gegangen sind und haben sich Hilfe gesucht, haben sich zu Wort gemeldet. Und die haben alle, aber wirklich alle ohne Einschränkungen gesagt, es war richtig, dass ich das gemacht habe. Es war richtig, aus meinem Schweigen herauszukommen. Es ist der erste Schritt gewesen für meine Selbsthilfe, um auch mit den körperlichen Leiden, du hast auch körperliche Leiden, du hast Bulimie, hast du gerade gesagt. Du leidest wahrscheinlich auch in depressiven Phasen, wo du ganz finster bist und ganz innerlich abgesunken bist. Um gegen all das vorzugehen. Das ist natürlich eine Ursache, was man da mit dir gemacht hat, 4 Jahre lang. Das hat die Seele so kaputt gemacht, diese Kinderseele, so dass es völlig normal ist, dass man in dem Alter, in dem du jetzt bist, so fertig
dasteht. Hm. Aber das ist kein endgültiges Urteil. Dafür gibt es ganz viele Hilfsmittel, wie man dir jetzt auch helfen kann, wie man dich aufbauen kann. Mhm. Ich will dich jetzt nicht zuquatschen. Nein, aber wärst du denn bereit, jetzt quasi jetzt dieses Gespräch so als ersten Schritt zu sehen und danach wirklich dann dir Hilfe zu holen, professionelle Hilfe draußen bei einem Therapeuten? Also ich denke prinzipiell schon. Ich weiß aber nicht, ob ich denn das einfach auch schaffe, diese Motivation dann da auch hinzugehen und die Leute gucken mir dann ins Gesicht oder. Aber was meinst du, wie viele Menschen, die schon ins Gesicht geguckt haben, die etwas Ähnliches erfahren haben wie du? Das ist deren Job, das machen die jeden Tag. Da muss man sich nicht schämen, da muss man auch keine Angst vor haben. Mhm. Und du hast auf diese Weise eine Chance, wirklich, wie du es gerade so schön formuliert hast, noch mehr Ja zum Leben zu sagen. Du bist erst 21. Mhm. Wenn du aus diesem Tal rauskommst, in dem du jetzt immer noch steckst, hast du die Chance, irgendwann ein schönes, ein normales Leben zu leben. Vielleicht auch dich wirklich zu verlieben und dich fallen zu lassen bei einem Menschen, bei einem Mann, bei einer Frau, wie auch immer. Mhm. Und das ist schon verdammt viel wert, oder das ist ein verdammt tolles Ziel, finde ich, wenn man das vor Augen hat. Es ist nicht schön, immer zu kotzen, ne? Nee, aber es hilft, einen zu vergessen. Aber nicht wirklich. Es betäubt immer nur, aber letztendlich vergisst man nicht. Es kommt dann irgendwann wieder. So, es kommt wieder. Man verdrängt es vielleicht ein bisschen, aber es löst nicht die Problematik. Ja. So, Lisa, jetzt möchte ich dich gleich weiter verweisen an meine Psychologin. Ja. Die dir erstmal jetzt ein paar Ratschläge gibt. Du musst ja vielleicht auch gar nicht direkt zum Psychologen gehen, wenn du Angst hast. Du kannst ja auch in eine Selbsthilfegruppe gehen, wo andere Mädels sind, denen das auch widerfahren ist. Da gibt es eine ganze Menge Sachen und Anlaufstellen und du entscheidest dann für dich, wir geben dir das jetzt alles an die Hand. Mhm. Und du entscheidest für dich, was du machst, was du angehst. Bitte geh es an. Ich sag's dir nochmal, ich finde es wirklich ganz toll. Ich ermesse, was das bedeutet, hier anzurufen in deiner Situation. Mhm. Das finde ich ganz toll. Dickes Lob. Und jetzt mach auch weiter. Mhm. Es wird immer wieder Rückschritte geben, glaub's mir. Mhm. Aber mach es. Mhm. Ja? Ja. Jetzt legst du offen, wir rufen dich gleich nochmal an. Jo. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Regina, 51 Jahre alt, ist jetzt mein nächster telefonischer Gast. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Regina. Du klingst aber traurig. Ist das so? Ja, ich bin ratlos, eigentlich mehr ratlos. Ja, erzähl mal, was ist los? Mein Mann trinkt. Mein Mann trinkt immer exzessiver und will eigentlich nicht und sieht nicht ein, dass er Alkoholiker Hilfe braucht. Wie lange ist er schon Alkohol? Also wie lange trinkt er? Ich kenne meinen Mann 5 Jahre wären es jetzt. Ja. Und seit 3 Jahren ungefähr trinkt er. Ja. Was war da vor 3 Jahren? War da irgendwas? Hatte er eine Krise? Da war gar nichts. Gar nichts. Das kam ganz aus heiterem Himmel. Mhm. Da bin ich mal vom Dienst gekommen und da war er dann halt betrunken und Ist er auch berufstätig oder ist er arbeitslos? Nee, er ist berufstätig. Ja. Er ist immer auf Montage so, dass er montags losfährt und donnerstags erst wiederkommt. Und das heißt so, du hast gar nicht den Überblick und die Kontrolle, was so in der Woche passiert? Naja, ich meine, wir telefonieren ja recht häufig miteinander. Ja. Und da merke ich dann schon, dass er abends eben auch was getrunken hat. Also er kommt donnerstags nach Hause und ist dann freitags, Samstag, Sonntag bei. Seid ihr zusammen, ihr beiden? Ja, sind wir dann zusammen. Wie viel konsumiert er so und was? Also wie viel, das ist unterschiedlich. Mal trinkt er nur ein paar Flaschen Bier. Mhm. Und dann aus ganz unerfindlichen Gründen für mich, da trinkt er eine ganze Flasche Schnaps und die reicht ihm dann noch nicht und dann trinkt er noch was hinterher. Mhm. Und das alles regelmäßig?
Mittlerweile ist es, kann man sagen, dass er jeden Tag irgendwie leicht angeschickert ist oder gar zu ist? Jeden Tag in der Woche, also vom Montag bis Mittwoch von Montag bis Donnerstag, weiß ich ja nicht genau. Ist klar, ich meinte jetzt so an den Wochenenden. Ja, an den Wochenenden, da passiert es immer häufiger. Hm. Ja. Das heißt, eigentlich sollte es schön sein, wenn ihr zusammen freie Zeit habt, ja. Aber er ist dann betrunken. Ja, es kommt immer häufiger vor, ja. Wie ist er denn drauf, wenn er betrunken ist? Ist er jähzornig, ist er aggressiv, ist er böse zu dir? Also aggressiv ist er nicht, also schlagen tut er mich nicht, aber es sind eben besonders in der ersten Zeit sehr, sehr viele Worte gefallen, die ihn doch mächtig verletzt haben, ja, die mich ganz schön niedergemacht haben. Wenn du ihn dann im nüchternen Zustand darauf ansprichst, du hast gerade schon Andeutungen gemacht, aber wie reagiert er dann? Dann spielt das erstmal runter. Es ist ja nicht so gemeint gewesen und du weißt ja, dass ich das gar nicht so meine. Und ja, ich meine jetzt eher, wenn du sagst, pass mal auf hier, du trinkst zu viel, für mich bist du ein Alkoholiker. Was sagt er dann? Das will er nicht wahrhaben, das ist er nicht. Jedermann trinkt mal Alkohol und der arbeitet die ganze Woche schwer und dann kann er am Wochenende halt ruhig mal ein bisschen was trinken. Und ja, aber das kann es nicht sein, weil jetzt, er hat immer einen großen Traum gehabt, er wollte sich ein Haus kaufen, ja, das haben wir jetzt gemacht. Ja, ja, und jetzt ist er, da ist er jetzt wirklich in seiner ganzen freien Zeit, ist er mit dem Haus beschäftigt. Mhm. Und das kann nicht sein, dass er denn als Entspannung zum Alkohol greift, die weiß ich in meinen Augen. Habt ihr ganz offene Verhältnisse? Hast du Überblick über alle finanziellen Dinge, ja. Die, ja, also er hat sich jetzt, oder ihr habt euch nicht übernommen mit dem Haus, dass er deshalb, nein. Und du hast überhaupt gar keine Ahnung oder eine Vorstellung, eine Spekulation, ob er sonst irgendwelche schwerwiegenden Probleme hat? Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Er spricht zumindest nicht drüber, ob es vielleicht auf der Arbeit irgendetwas gibt oder... Wenn er von der Arbeit, da spricht er eigentlich nur positiv. Mhm. Wie ist denn eure Beziehung? Ist er zufrieden in der Beziehung, in eurer Gemeinschaft? Ja, ich nehme es mal an, da ich ihm ja schon des Öfteren gesagt habe, na weißt du Junge, wenn du den Alkoholkonsum nicht runterdrehst, dann verlässt entweder du die Wohnung oder ich verlasse die Wohnung. Das hast du gesagt schon so. Und dann sehe ich ihm ja auch an, dass ihm das wehtut. Ja, und dann lässt das ja auch für eine gewisse Zeit sein, aber diese gewisse Zeit sind halt nur 14 Tage und dann fängt alles wieder von vorne an, ja. Das Schlimme ist, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, dass man einen Alkoholiker nicht davon überzeugen kann, dass er Alkoholiker ist. Die meisten Alkoholiker reagieren aggressiv darauf, wenn man ihnen sagt, dass sie Alkoholiker sind. Alle Welt weiß es, und wenn man es denen ins Gesicht sagt, dann sind sie eingeschnappt, böse, aggressiv. Ein Alkoholiker muss das immer erst selbst kapieren, um daraus auch wiederum die Kraft und die Initiative zu schöpfen, etwas zu unternehmen. Das ist das Schlimme. Man kann einen Alkoholiker nicht mit Gewalt in eine Klinik drängen oder zerren. Ich habe ihm ja schon angeboten, dass wir zusammen erstmal zu einer Psychologin gehen, weil ich mir ja auch selbst nicht sicher bin, ob es so ist. Aber er blockt jedes Mal ab, oder dass man mal in eine Selbsthilfegruppe geht. Da habe ich hier im Ort schon mit jemandem gesprochen, der wollte sich dann mit uns treffen. Aber was wäre das denn für eine Selbsthilfegruppe gewesen? Für welche Problematik? Das wäre eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker. Für Alkoholiker. Gewesen. Gut, aber dann, das ist natürlich ein Schritt. Wenn er da hingeht, dann muss er für sich ja schon akzeptiert haben, dass er das ist. Denn somit wäre der, fand ich, den ersten Vorschlag eigentlich noch besser, den du gemacht hast, gemeinsam zu einer Psychologin zu gehen oder zu einem Psychologen, wo es erstmal ganz generell um alles geht und nicht nur speziell um den Alkoholkonsum. Aber du hast gerade gesagt, wenn du ihm androhst, eventuell zu gehen, dass ihm das schon zusetzt, das wirkt. Das sitzt ihm mächtig zu, das sieht man ihm an, das sitzt ihm zu.
So, Regina, dann würde ich auf dieser Schiene würde ich weiterfahren und würde das noch viel krasser und massiver ihm unterbreiten. Mit dem Ziel, dass ihr wirklich gemeinsam zu einer Beratung geht. Das wäre ein großes Etappenziel, wenn du das schaffen würdest. Ich würde mal diesen ganzen Alkoholkram rauslassen. Das, ich würde es nicht mehr thematisieren, weil du ihn wahrscheinlich, weil er dann wahrscheinlich so mauert und so zumacht. Das wäre viel besser, wenn es dann im Kreise einer Therapie oder einer Beratungssituation rauskäme, aufbrechen würde. Und du meinst das ja auch ernst. Das ist ja nicht nur ein strategischer Schritt von dir. Du meinst es ja auch ernst, dass du es nicht kannst, ne? Auf Dauer. Das macht mich kaputt. Mhm. Da leidet die Arbeit leider drunter. Mhm. Ich kann zurzeit schon nicht mehr ohne Schlaftabletten schlafen, wenn er da ist. Meine Gesundheit leidet drunter. Mach ihm das alles dezidiert klar. Dass der wirklich. Das weiß er. Dann mach es noch klarer. Dann mach es noch klarer, dass du wirklich bald an deine Grenzen gestoßen bist. Wenn ihm etwas an der Beziehung, an der Ehe gelegen ist, soll er verdammt nochmal den ersten Schritt oder den Schritt mit dir tun zu einer Beratungsstelle. Das ist das Wenigste, was du von ihm verlangen kannst. Du nimmst ihn ja in seiner Problematik ernst. Nehme ich ganz bestimmt. Absolut, das wird er auch schon so begreifen. Jetzt mach ihm klar, dass er einfach auch einen kleinen Schritt auf dich zukommen muss, weil sonst zerstört er alles. Ich sage immer in solchen Situationen Anrufern oder Anruferinnen, wenn der Partner dann nicht mitgeht, dann geh du zuerst mal alleine. Das ist auch ein guter Schritt. Wenn er dann vielleicht beim nächsten Mal mitkommt, umso besser. Aber dass du auf jeden Fall einen festen Punkt hast, an dem du dich orientieren kannst. Weil er zieht dich unter Umständen mit nach unten. Du musst keine Alkoholikerin werden, aber du kannst seelisch so fertig werden, dass du krank wirst, körperlich und seelisch krank wirst. Ja, also manchmal kommt es mir schon so vor, als wenn ich bin schon mal wegen Depressionen in Behandlung gewesen. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich wirklich Angst habe, dass ich da wieder reinrutsche. Ja, also alle Signale leuchten auf Warnung im Moment. Unternimm was. Setze ihn ruhig diesbezüglich schon auch unter Druck. Er kann das nicht alles einfach nur so laufen lassen. Er muss etwas mitmachen, wenn ihm an der Ehe, an der Verbindung etwas gelegen ist. Wenn er es nicht macht, mach es alleine. Tu aber, unternehme was, Regina. Schluck es nicht alles runter und dulde es nicht. Dann gehst du nämlich, wie du es jetzt gerade auch formuliert hast, auch mit vor die Hunde. Und du hast ja schon ganz gut dich kundig gemacht, wohin man gehen muss. Das heißt, du brauchst von uns dann keine weiteren Informationen. Nee, ja. Da wüsste ich schon, wo ich hier hingehen könnte. Ja. Tu es, Regina. Mach es. Mach es für dich, mach es für euch, mach es für eure Ehe. Aber tu es auch für dich. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Enrico, 24, hallo. Ja, hallo. Ja. Jürgen. Ja. Meine Geschichte. Ich habe seit 2 Jahren eine Bekanntschaft. Mhm. Und Bekanntschaft kann man schon gar nicht mehr nennen. Also ich habe mich in die Bekanntschaft verliebt. Mit einer Frau? Bitte? Mit einer Frau? Ja. Und sie im gewissen Sinne auch. Ja. So hat sie es mir jedenfalls mal mitgeteilt. Das Problem ist bloß, sie hat einen Freund. Mhm. Auch schon so. Seit 2 Jahren? Ja. Ja. So, und... Aber du hast hoffentlich keine Freundin. Nein, ich bin seit 2,5 Jahren solo. Mhm. Und das Problem ist, sie holt sich den Sex praktisch bei ihrem Freund. Mhm. Und die Geborgenheit, für was ein Mensch braucht. Und wenn so. zum Reden und allen Kram, ja. Das holt sich bei mir. Das heißt, es findet zwischen euch keinen Sex statt? Nein. Gar nicht, noch nie? Nee. Wie weit geht's denn mit Händchen halten, streicheln, ja, ein bisschen kuscheln? Küssen auch? Ja, aber... Küssen ja. Richtig so klassisch Zungenkuss oder nur auf die Wange, rechts, links? Nee, richtig per Mund. Richtig, Und ich versuche schon seit circa 2-3 Monaten schon ein bisschen härter ranzugehen, sag ich mal. Mhm. Weil ich habe wirklich Liebe aufgebaut. Mhm. Und, wie oft seht ihr euch?
eigentlich fast jeden Tag. Ja. Redet sie über ihre Beziehung? Ist sie da, was so das Emotionale anbelangt? Ist sie da unzufrieden? Ja, sie redet zu viel über ihre Beziehung. Das ist ja das, was mich eigentlich unbedingt bedrückt. Sie sagt, ihr Freund kümmert sich nicht um sie. Bei ihm ist das Auto wichtiger und Wie lange sind die beiden zusammen schon? Über 2 Jahre. Ach so, dann hatten die noch gar nicht so lange Kontakt miteinander, als ihr euch kennengelernt habt? Nee, also ich kenne sie jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Ja, und die beiden sind ein bisschen länger zusammen? Ja, richtig. Ah ja, also in eine frische Liebe hinein bist du gekommen? Ja. Kann man so sagen. Wohnen die auch zusammen? Nee, das sie nicht. Wohnen bei ihren Eltern. Wie alt ist sie? Sie ist 22. Ja, was sagt sie denn? Was hat sie denn für Gefühle zu dir? Was empfindet sie für dich? Also sie sagt, sie liebt mich. Das ist das Problem. Ich verstehe es einfach nicht. Ich komme da nicht drüber weg. Im gewissen Sinne sagt sie zu mir, wenn sie hier bei mir ist, sie liebt mich. Sie schreibt mir auch SMS, wo sie drin schreibt. Was sagt sie? Ich unterbreche dich mal, weil wir gleich zu Ende kommen müssen. Was sagt sie denn, wie das so weitergehen soll? Ja, kann sie nicht sagen. Sie sagt, wie es die Zeit ergibt. Sagt sie denn auch, dass sie ihren Freund liebt? Ja. Das auch. Also sie sagt, ich liebe da 2 Männer und kann mich nicht entscheiden. Richtig. Dann ist es an dir, irgendwann einen Strich zu setzen und zu sagen, vor allen Dingen, je mehr du dich auch in sie verliebst, je größer deine Gefühle werden, dass du irgendwann musst du sagen, so Mädchen, bis hierhin und nicht weiter. Du musst eine Entscheidung fällen, ich kann so nicht leben, ich kann nicht so weiterleben. Sonst bleibst du das ewige 5. Rad am Wagen. Irgendwann musst du ihr so ein Signal setzen, damit sie eine Entscheidung fällt. Anders geht es nicht, Enrico. Das ist eben schwierig. Ich will ja nicht unbedingt die Pistole auf die Brust. Ist mir klar. Aber nach 2 Jahren setzt man niemandem die Pistole auf die Brust. Du kannst das ja ruhig dann auch noch ein bisschen so weitermachen. Aber du musst dir klar machen, dass über kurz oder lang du dich entscheiden wirst, nämlich von ihr wegzugehen, wenn sie nicht klar Ja sagt. Jetzt muss ich leider Tschüss sagen. Alles Gute. Ja. Tschüss. In der Technik, Gundel Blandin, morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Tschüss. Nachrichten. Heute ist Freitag, der 10. September. Es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Jakarta. Die